Hallo, wir sind weiter auf der Selbstbestimmt-Leben-Tour mitten durch Berlin. Heute sind wir bei der Lebenshilfe. Was ist die Lebenshilfe? Was macht ihr so? Ja, die Lebenshilfe Berlin ist der größte Träger in Berlin für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Das heißt, wir kümmern uns um die Rechte von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Wir kümmern uns darum, dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gut wohnen können, gut leben können, und ihre Rechte in der Berliner Landschaft auch durchsetzen können. Wir machen ja gerade so eine Tour, wo es um selbstbestimmtes Leben geht. Was wird für euch als erstes einfallen, wenn ihr an selbstbestimmtes Leben denkt? Wichtig für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ist, dass sie ernst genommen werden. Sie können was, sie wollen was, sie möchten selber über sich entscheiden. Das wird zunehmend in der Berlin, in der Politik auch möglich, aber es ist nach wie vor notwendig, dass sich Menschen dafür einsetzen, dafür kämpfen, dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung selbst gehört werden und selbst entscheiden dürfen, was sie wollen, wie sie leben wollen, welche Schulausbildung sie machen wollen, wo sie arbeiten wollen. Die können mehr, als man gemeinhin glaubt, und man muss ihnen zuhören. Bei euch sitzt ja auch Christian Specht mit dem Vorstand schon seit langer Zeit. Du kämpfst ja schon seit Ewigkeiten dafür, dass auch ein Platz für euch in dem Rumpfokrat aufgemacht wird. Warum kämpfst du dafür? Warum ist es so wichtig? Warum das so wichtig ist, da der Rundfunkrat, denke ich, da muss ja dringend jetzt was verändern. Ein weiter so kann es da nicht geben, ein Rundfunkrat. Ich bin dafür, die Tür muss geöffnet werden und nicht jetzt wieder zugemacht werden. Und wenn man jetzt die Tür wieder zumacht, dann passiert da nicht. Herzlichen Dank. Wir versuchen die Tür aufzumachen und noch viel Kraft beim Kämpfen. Bis Danke. dann. Tschüss.